Willkommen zurück bei Let's Play Dear Esther. Wir befinden uns hier immer noch in dieser Bucht, nachdem wir die Höhle verlassen haben. Und wir haben das letzte Mal interessante Dinge herausgefunden. Das habe ich allerdings erst mitgekriegt, als ich mir dann in Ruhe angeschaut habe, was der Erzähler denn so gesagt hatte. Denn, vielleicht hat es der eine oder andere schon in der Beschreibung gelesen, wer sie nicht liest, erfährt jetzt von mir, was ich entdeckt habe. Der Erzähler hat doch gesagt, er schleppt Donnelly auf seinem Rücken mit sich herum und Donnelly redet mit ihm, flüstert ihm zu. Und dabei hat der Donnelly, der wahrscheinlicherweise bloß eingebildet ist, denn Donnelly war ja der Geschichtsschreiber gewesen, den kann er ja schlecht getroffen haben eigentlich. Dabei hat Donnelly, dieser Eingebildete, ihm gesagt, er war ganz und gar nicht betrunken gewesen. Und die einzige Situation oder die einzige Verbindung, die wir bis jetzt mit Alkohol hatten, war dieser Unfall gewesen. Das heißt, es ist eigentlich sehr wahrscheinlich, oder für mich ist das irgendwie logisch, dass unser Erzähler bzw. derjenige, der den Brief an Esther schreibt, der Verursacher des Unfalls ist. Und vermutlich ist Esther dabei, also das ist jetzt meine Vermutung dabei, vermutlich ist Esther dabei gestorben und er macht sich solche Vorwürfe, dass er vollkommen wahnsinnig geworden ist, hat sich auf diese Insel zurückgezogen und flüchtet sich jetzt in eine Mischung aus der Geschichte der Insel und seinen eigenen Fantasien, also geht so eine Art Symbiose ein, wenn man so will, mit der Insel, beziehungsweise gleicht sich ihr an und dabei vermischen sich die Geschichte der Insel und die eigenen Gedanken, sodass sowas ganz Abstruses herauskommt und vermutlich war dann derjenige, der den Brief geschrieben hat, auch derjenige, der überall die Zeichnungen angebracht hat und überall die Kerzen angebracht hat. Und dieser Altar, den wir gefunden haben, beziehungsweise dieser Schrein in der Höhle, war vermutlich nicht zur Wundversorgung gewesen, sondern dort stand ja, ich habe jetzt endlich mal erkannt, dass dieses Gerät, dieses Terminal, mal in Anführungsstrichen, dass das kein Terminal war, sondern dass es ein Defibrillator war. Vermutlicherweise deutet das einfach nur darauf hin, dass versucht wurde, Esther am Leben zu halten von den Ärzten mit einem Defibrillator. Ob das nun geklappt hat oder nicht, das ist die andere Frage und wir schauen jetzt mal auf diesem Steg und werden uns dann hier an der Bucht in Bewegung setzen. Hier hätten wir ein Boot gehabt, auf das wir hätten schauen können. Und da drüben bin ich übrigens nicht über den Steg gegangen, denn da war ein Loch, da fallen wir einfach ins Wasser und dann ist es vorbei. So, schauen wir mal, ob hier vorne was ist. Hier scheint bloß eine einzelne Kerze zu stehen. Ja. Und das war's dann auch schon. Ansonsten können wir ja bloß in die Ferne der Bucht schauen. Auch wenn das alles eigentlich eine ziemlich depressiv machende Stimmung ist schon, also sehr deprimierend alles, hat es doch so einen gewissen romantischen Reiz, finde ich alles. Huch, jetzt habe ich gerade irgendwie ein bisschen verzogen. So, und jetzt werden wir uns aber mal hier drüben fortbewegen, mal schauen, ob da noch irgendwas ist hier am Strand und ansonsten an den Klippen entlang weiter uns in Bewegung setzen. Und mal schauen, wo wir noch hinkommen und ob wir noch mehr erfahren oder noch mehr Anregungen zu Spekulationen geboten werden. Das wäre ja ziemlich cool. Also ich habe mich gestern, beziehungsweise heute eigentlich, ich schreibe die Beschreibung für die Texte, Quatsch, die Texte für die Folgen ja immer erst, wenn ich sie raushaue dann. Und ja, ich habe mich ziemlich gefreut, als ich das dann mitgekriegt habe. Das ist so ein Aha-Effekt irgendwie. Wenn man das dann so sieht und sich so denkt, wow, das könnte man ja auch da rein interpretieren. Und ich habe keine Ahnung, was das ja eigentlich darstellen soll, so richtig. Ich meine, ich wohne nicht am Meer, kenne mich deswegen nicht mit irgendwelchen Einrichtungen aus, die man so am Meer bauen könnte. Aber, tja, ich habe keine richtige Ahnung, was das sein könnte. Und überall die Kerzen. Die bedecken hier wirklich den gesamten Strand. Da hat sich jemand wirklich viel Zeit gelassen, überall Kerzen aufzustellen. Und wenn wir bedenken, dass vermutlich derjenige, der die Briefe geschrieben hat an Esther, derjenige ist, der die Kerzen aufgestellt hat, dann kann eigentlich der Schreiber des Briefes, der Erzähler, ich nenne ihn immer Erzähler, obwohl er eigentlich gar kein richtiger Erzähler ist, kann er ja eigentlich noch gar nicht so lang hier tot sein. Also ich vermute, dass er tot ist. Denn das war ja auch an einer Stelle hier gleich, als wir diese Bucht betreten hatten, als er nicht mehr unterscheiden konnte, was zu Donnelly gehörte, was zu ihm oder was zu irgendjemand anderem gehörte. Da war ja auch mit dabei, sank sein toter Leib in das kalte Wasser oder wessen toter Leib sank in das kalte Wasser oder irgendwie sowas stand da, ja.
So, hier haben wir jetzt offenbar nichts Konkretes mehr hier am Strand. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht einfach nur noch sozusagen der Geist, der umhertreibende, also dieser, ja, wie soll man sagen, der ruhelose Geist ist quasi von ihm, der einfach nicht davon ablassen kann, von seinen Schuldgefühlen und jetzt noch darüber spricht. Da drüben gibt es ja doch noch eine Zeichnung. Ich dachte, die Pinsel deuten darauf hin, dass jetzt Ruhe ist mit Zeichnungen. Aber dann haben wir noch was zum Interpretieren. Ich habe ja auch, das habe ich in der Beschreibung noch mit reingeschrieben und auch ein paar Anmerkungen mit reingepfeffert in diesen Gang der Wirrnis, wie ich ihn genannt habe. Da habe ich ja noch die ein oder andere Struktur gesehen. Und die davon, das sehe ich schon von hier aus. Das ist die, bei der ich gesagt habe, da muss ich mal schauen, was es ist und wo ich letztendlich aber nichts gefunden habe. Das tut mir leid. Das ist irgendwie, ich habe da mit einem Programm gesucht, wo man direkt eine Struktursuche betreiben kann für chemische Strukturen. Habe aber nichts gefunden. Nichts Konkretes. Und wir können hier nochmal drauf schauen. Die war ja ein bisschen verwaschen gewesen beim letzten Mal, die Struktur. Dafür habe ich, wo ich nicht innegehalten hatte bei der Aufnahme, weil ich es da nicht mitgekriegt hatte, aber ich habe es dann in der, als ich die Beschreibung geschrieben habe, noch gesehen, habe ich gesehen, dass wir noch die Struktur für Serotonin dort mit drinstehen hatten und das ist ein Neurotransmitter. Und was Neurotransmitter angeht, ja, das hatte ich ja schon beim Dopamin mit erwähnt, dass der Dopaminhaushalt, wenn der durcheinander gebracht wird, dass dann auch der Serotoninhaushalt durcheinander gebracht wird, also die Neurotransmitter, dass die durcheinander gebracht werden und dass dadurch Manien entstehen können. Beziehungsweise beim Serotonin ist es jetzt direkt, wenn die Konzentration davon zu niedrig ist im Hirn oder im gesamten Körper, dann können Depressionen entstehen. Und mich würde mal interessieren, das wird Ester sein, oder? Man kann sie jetzt leider nicht richtig erkennen, aber ich vermute, dass das Ester sein wird. Ansonsten haben wir jetzt bloß noch die Struktur hier und die schaue ich mir jetzt nochmal genauer an, damit ich das vielleicht noch etwas klarer deuten kann. Beim letzten Mal war ich mir ja nicht ganz, dachte ich mir ja, dass es einen Heterozyklus mit einer CN-Verbindung nicht gibt. Das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn, weil ein Heterozyklus bedeutet einfach, dass es eine zyklische Struktur ist hier, eine Kohlenstoffstruktur, eine zyklische, wo dann eben ein Fremdatom, hier eben der Stickstoff mit drin ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine CN-Verbindung mit drin, aber egal, genug chemisches Geschwafel. Die ist einfach zu undeutlich gezeichnet, um das wirklich gut erkennen zu können hier, finde ich. Wobei, ich dachte, das ist eine Ringstruktur hier oben, ist es aber gar nicht. Da müsste ich vielleicht nochmal schauen, ob ich da vielleicht doch noch was finde. Also, wenn ich in die Beschreibung was reinschreibe dazu, dann habe ich was gefunden. Wenn ich es nicht tue, dann habe ich nichts dazu gefunden. Aber ich bin froh, dass unser Maler hier zum Ende hin doch ein bisschen klarer wird in den Strukturen aller Malereien. Und die ganzen Sprüche, die so im Gang der Wirrnis sozusagen standen, das waren ja alles Bibelzeilen gewesen, Bibelverse, beziehungsweise eigentlich war es ein Bibelvers gewesen, der einfach nur in mehrere Teile zerhackt war. Aus Jesaja 17, also Kapitel 17. Ich bin selbst nicht bibelfest, also ich habe keine Ahnung so richtig davon. Müsste man sich aber vielleicht mal anschauen, wie das so in der Bibel gedeutet wird, diese Stelle. Das könnte dann vielleicht zur Interpretation des Ganzen helfen. Vielleicht ist ja jemand von euch bibelfest, und kann da ein bisschen aushelfen. Ansonsten muss das wohl offen bleiben, weil ich jetzt nicht so der Bibelexperte bin. Und wir, ja, hier drüben ist nichts weiter außer den Kerzen. Die irgendwie, so kommt es mir gerade vor, wie so eine Spur gelegt sind, dahin, wo wir letztendlich hier hin sollen, zu unserem Ziel. Und hier scheint noch was zu sein. Das schauen wir uns vorher noch an, bevor wir unseren Weg fortsetzen. Was haben wir denn hier? Ach, die Teile des Autos, des Unfallautos. Dann wird die Achse, wir haben noch ganz am Anfang eine Achse gefunden, die in einem Felsspalt lag, als wir diesen allerersten Strand entlang gegangen sind. Vielleicht war diese Achse dann auch von dem Unfallwagen oder von einem der Unfallwagen. Und wir haben ja auch ein Warndreieck zwischendurch gefunden gehabt an einem Strand, bevor wir in das Höhlensystem sind. Und das wird dann wahrscheinlich auch von dem Unfall sein. Und hier ist auch noch eins. Also hier nochmal ein Andenken an den Unfall und die Tatsache, dass der Unfallverursacher
nicht mit einem Gedenkschrein für den Unfall auskommt, deutet eigentlich darauf hin, dass er überhaupt nicht, also dass sein Geist keine Ruhe finden kann. Was ja auch diese wilde Malerei und die immer wilder werdenden Kommentare unseres Erzählers so irgendwie belegen. Also er wird immer verrückter in seinen Ausführungen und es treibt ihn immer mehr. Und ich quatsch gerade so lange und halte hier inne, weil gerade mal wieder meine Frames ein bisschen rumspacken. Aber wir machen gleich weiter, sobald das hier wieder etwas besser geht. Und das ist genau jetzt der Fall. Ansonsten ist hier hinten nichts, oder? Hier ist bloß schwarzes Wasser, aber das wird bloß eine flache Lache sein. Ja, das dachte ich mir. Und er hat hier wirklich jede Ecke ausgenutzt, um etwas hinzubauen. Vielleicht war auch das sein letzter Aufstieg sozusagen, von dem er ja mal gesprochen hatte, bevor wir in die Höhlen sind. Oder seine letzte Aufgabe, dass er hier vom Schiffswrack vielleicht das ganze Zeug weggeholt hat. Von diesem Containerschiff, wobei ich nicht so richtig weiß, wie das Containerschiff einzuordnen ist. Damascus, all ticking and cooled, all feathers and remorse, all of these signals routed like traffic through the circuit diagrams of our guts, those badly written boats torn bottomless in the swells, washing us forever ashore. Oh Gott, das muss ich mir mal in Ruhe interpretieren, da waren ja jetzt ganz viele Anspielungen gewesen, ein bodenloses Boot, das hatten wir ja gehabt mit dieser Legende des Eremiten. Paul kam auch drin vor. Das klang jetzt so, als ob Paul auch irgendwie mit dem Unfall zu tun hatte. Was es mit diesem Paul auf sich hat, weiß ich ja auch noch überhaupt nicht. Und Damaskus war auch wieder mit drin. Ich kann das noch nicht so ganz interpretieren, was die Anspielungen auf Damaskus oder was Damaskus für ihn bedeutet, für unseren Briefeschreiber. Ja, und was ist denn das hier? Das sieht schon wieder... Oh, das ist ein längerer Satz, den müssen wir uns mal aus der Ferne anschauen. Around him... Tut mir leid, dass es wieder etwas hackt, aber das muss jetzt mal... From fallen, shown around him. Light from the fallen vielleicht? Moment, ich werde jetzt erstmal hier drüben nochmal kurz hingucken. Hier ist nichts mehr. Außerdem... Wasser mal wieder. Ihr merkt schon, ich habe gar keine Zeit mehr, mich über das Wasser zu freuen oder irgendwelche Umgebungsteile, weil man jetzt selbst irgendwie dadurch, dass er so getrieben ist, unser Erzähler, und hier überall irgendwelche Zeichen hinterlässt, wird man selbst irgendwie so getrieben, das jetzt endlich rauszufinden, was denn hier überhaupt los ist. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt mehr auf die Anhaltspunkte als auf die Umgebung, die aber wie immer wunderschön ist. Heaven, light from heaven shone around him. Steht hier vorne noch was? Hier scheint nichts mehr. Könntest du gehen? Dankeschön. Light from heaven shone around him. Ich schaue dann später mal nach, ob das vielleicht auch wieder ein Bibelvers ist. Ist naheliegend, denke ich. Und wir arbeiten uns jetzt mal hier vor und ich vermute, es wird jetzt gleich auf diesen Bergrücken hier hochgehen. Und da setzt auch die Musik wieder ein. Was haben wir denn hier? Möwen. Es sind die Kadaver von Möwen und die Möwen wurden ja ganz oft erwähnt, auch in irgendwelchen Zitaten hier von unserem Briefeschreiber, von unserem Erzähler. Und tja, ich nehme mal an, dadurch, dass hier so viele liegen, werden die wohl nicht eines natürlichen Todes hier gestorben sein, sondern die werden irgendwie runtergeholt worden sein vom Himmel. Vielleicht hat sich unser Freund hier, der Mann, der das alles hier getan hat, ja von den Möwen ernährt, denn die sehen ja ziemlich ausgenommen aus. Vielleicht hat er nichts anderes gehabt und hat deswegen die Möwen irgendwie gejagt und runtergeholt und sie gegessen, das könnte ich mir vielleicht vorstellen. So, ich schaue nochmal kurz hier vorne. Ja, hier ist aber auch nichts mehr. Gut. Dann bewegen wir uns mal weiter fort hier. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach.
Then I took each and every one and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Er hat die Briefe, die er schreiben, die er schicken wollte. Moment, er wollte sie an sie, er wollte die Briefe an Esther schicken. Vielleicht hat sie dann doch überlebt. Könnte das sein? Vielleicht ist sie auch einfach schwer verletzt worden und sitzt jetzt vielleicht im Rollstuhl oder irgendwie anderweitig stark beeinträchtigt und er macht sich deshalb Vorwürfe. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und er hat es nicht geschafft und hat deswegen alle zu Booten geformt und sie in den Ozean geschmissen. Vielleicht sind wir dann jemand, der diese Briefe gefunden hat. Ich bleibe heute mal öfter stehen und versuche mal ein bisschen rumzuinterpretieren. Tut mir leid, wenn euch das stört. Aber vielleicht sind wir dann jemand, der die Briefe gefunden hat und jetzt das Ganze ergründen möchte. Und da oben, ach nein, ich dachte, da haben wir eine Struktur oder irgendwas wieder, irgendeine Zeichnung, aber das war bloß ein Busch gewesen. Gut, schauen wir mal, was hier noch so ist. Hier liegt noch eine Kiste rum. Die hat er dann wohl mal vom Schiffswrack herüber geschleppt. Und hier ist mal wieder ein Haus. Oh, wir haben mal wieder Zivilisation. Ach, und da haben wir die... Okay, da haben wir die Briefe. Das sind die Briefe an Esther. Die 21 Stück. Und ich werde mir jetzt, bevor ich hier... Oh Gott, wir haben zwei Wege. Wir können nach oben gehen oder dort rein. Ich werde dann erstmal da reingehen, denke ich. Aber bevor ich das tue, speichere ich erstmal. Und dann werde ich hier mal dieser Spur folgen.